Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zum State of Decay Playthrough. Mein Name ist Spooky, für alle, die mich noch nicht kennen, falls welche neu dazugekommen sind. Und heute werden wir hier mal zunächst eine Krise bewältigen. Und zwar, Alan ist ziemlich angepisst, hat ein Moralproblem. Und wir versuchen dem jetzt mal zu helfen. Und wie gesagt, Krisenbewältigung in der Zombie-Apokalypse wird ein wenig anders gemacht als im Real Life. Hier lassen wir gerade mal noch nach Materialien suchen über den Funkturm. Die kann da Ausschau halten. Und zwar müssen wir nämlich ein paar Zombies verdreschen. Und der kommt jetzt mit. Das wehrt die Krise ab, das steigert die Moral und das ist gut für die Gemeinschaft. Juhu! Und dann packen wir den Schraubenschlüssel aus und dreschen Zombie-Gehirne zu Brei. Ich weiß nicht genau, wie die Tonqualität jetzt ist, weil ich ein anderes Mikro mal angeschlossen habe, beziehungsweise ein anderes Headset. Ich hoffe, das funktioniert soweit und hört sich ein wenig besser an, denn das andere ist nicht so toll in der Qualität. Wurde ich auch darauf aufmerksam gemacht jetzt. Wie gesagt, solange niemand was sagt, kann ich das einfach nicht riechen. Und deswegen, wenn euch etwas stört oder so, sagt einfach mal was. Ich werde dann improvisieren oder probieren, was zu ändern, wenn es eine Möglichkeit gibt, natürlich. Ansonsten, ja, weiß ich es eben nicht, was ich ändern soll. So, wir haben die Mission auch schon abgeschlossen. Der ist schon zufrieden. Da brauchten wir nicht viele Zombies in den Tod zu schicken. Oder von ihrem Leiden zu erlösen, besser gesagt. Und dann haben wir hier Aggressionsmanagement. Krise abgewendet. Juhu. Und da haben wir noch eine Krise. Dann können wir den auch gerade mitholen. Komm, wir sind nämlich der Psycho-Doktor Spooky 4F. Und wir bringen die Moral ins Haus heute. Juhu. Und dann gucken wir, wo der hin will. Ein paar Zombies niederzumetzeln. Scheint so, dass... Oh, es wird so langsam wieder hell. Endlich. Das freut mich natürlich sehr. Und dann gucken wir mal hier. Also das Gebiet ist alles schon recht großflächig und vor allem finde ich sehr gut strukturiert. Oh, wir können einen Spezialangriff wählen. Spinning Backhand, das ist eigentlich mein Favorite. Weil man damit Zombie-Horden treffen kann. Und das ist jetzt aufgrund der Schlagwaffen, die wir uns ausgewählt haben. Da holen wir auch die Spinning Backhand. Und wir können eine Hilfsfertigkeit auswählen. Auch eine besondere hier, Zorn nämlich. Eine Spezialtechnik auch, meine ich. Ist ja auch eine Spezialtechnik. Das andere ist ein Spezialangriff. Da holen wir Zorn, da gewinnen wir Ausdauer mit jedem Kill. So, und hier haben wir eine Defensivfähigkeit. Da hatte ich das letzte Mal Doppelkill aufgrund vom Erfolg. Jetzt werde ich wohl Profi-Westling hier freischalten. Weil Doppelkill hier LB und B gedrückt, während du stillstehst, um zwei Zombies mit den Köpfen aneinander zu dotzen. Aber das ist ein bisschen schwer auszuführen. Das muss nämlich, wenn der Zombie hilflos dasteht, muss das gemacht sein. Also man muss quasi vorher ausweichen und finde ich nicht so toll. Gucken, ob Profi-Westling besser ist. Weil ich will jetzt ja wirklich das Beste wählen und nicht so erfolgsorientiert. Ich habe den Erfolg ja außerdem schon. Wenn ihr auf Schlagwaffen spielt und dann das Ding auswählt, dann solltet ihr eben den Doppelking holen. Das hier ist das Wrestling. Boah, das ist ja mal cool. Und ich kann, ja, ich kann die direkt töten hier mit dem Wrestling-Griff. Beziehungsweise, also wenn ich den Griff mache und Y drücke, dann tötet er den so direkt. Ansonsten wirft er ihn über die Schulter und dann kann ich ihn auch fertig machen. Hier, nochmal, zack, mit Y direkt zur Hölle geschickt. Und noch einmal, weil es so schön war. Yahoo! Also das ist wirklich eine tolle Attacke. Das freut mich. Haben wir uns was Gutes ausgewählt. Und jetzt haben wir so langsam wirklich schon den OP-Charakter. Weil das Ding ist echt voll stark, das Teil, das wir haben. So, dann dreschen wir hier mal ein bisschen mit dem Schraubenschlüssel rum. Kurz Luft schnappen, mal ausweichen, au, au, bisschen gebissen werden, ist ja nicht schlimm, sind ja nur Zombies. Keine Angst vor Infektionen. Denn wir praktizieren hier das Überleben der Stärkeren und deswegen gibt es jetzt einen Headshot. Was ist denn das, Hulk oder was? Hulk, der ein bisschen am Verhungern ist.
haben wir dem gerade den halben Magen weggeschossen. Und Headshot! Und da kommen die nächsten. Von unseren Schüssen angelockt wahrscheinlich. Ah, oh, 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 ein Tobsüchtiger. Das ist ein Freak-Zombie. Jetzt seht ihr den mal aus nächster Nähe. Wir überfahren ihn mal nicht, sondern kämpfen jetzt wirklich Mann gegen Mann. Oder Mann gegen Zombie. Mann gegen Freak. Und da liegt der Freak. Zack, und die nächsten Freaks, die legen wir auch. Wir müssen aufpassen. Unser Mitstreiter wird hier gerade ein bisschen angegriffen. Befreien wir den, bevor die ihn töten. Weil, wie gesagt, diese Überlebende können dauerhaft sterben. Auch unser Charakter, also wenn wir tot sind, sind wir dauerhaft tot mit dem Charakter. Und wieder Skill Increase, juhu. Zack, Schädel fortgeflogen. Bonus EP, Schlachten, ja. Läuft ja grandios. Ja, wir können dauerhaft sterben und dann ist der Charakter fort. Wenn er das zeitlich segnet, was ich sehr cool finde in dem Spiel. Vor allem, weil man damit irgendwie ein Game Over verhindert hat. Aber trotzdem eine interessante Möglichkeit, einen Tod wirklich nervig zu machen. Und ich mag das ja. Ein Tod muss Auswirkungen haben in einem Videospiel. Wenn ein Tod keine Auswirkungen hat oder nur geringe Auswirkungen, dann hat man eben auch keine Angst zu sterben. So, jetzt hatten wir hier gerade Spinning Backhand gemacht. Und hier hat es Auswirkungen, weil wenn man jetzt wirklich einen Charakter hat, mit dem man wirklich schon die ganzen Levels hochgemacht hat, hier die ganzen Skill Points, dann ist es natürlich umso bitterer, wenn man hier abnippelt. So, Maya hat uns gerade ein paar Medikamente besorgt. Das ist gut. Da hat sie ihren Job gut gemacht, nachdem wir ihr auch in der letzten Folge geholfen haben. Und wir sind wirklich eine Nahkampfbestie, sind wir. Alter, wie viele Zombies kommen denn hier? Spinning Backhand, den Schädel weggehauen. Ach, ich liebe das Spiel. Es ist schon geil. Zack, mit dem Schraubenschlüssel ganz hart einen an den Dez gepfeffert. Ach, kehre nach Hause zurück. Wunderbar. Das ist doch mal eine gute Meldung. Das werden wir auch tun. Gleich. Ja, die ist vollständig durchsucht. Also okay, dann gibt es nichts mehr, was uns hier hält. Wir treten den Rückmarsch an. So, und dann haben wir hier mal das Aggressionsmanagement bewältigt. Und da würde ich sagen, Psycho-Dr. Spooky kümmert sich mal wieder um andere Dinge. Ups, springen wollte ich nicht ausweichen. Oder gucken wir, was wir noch so zu tun haben. Wie gesagt, hier gibt es immer was zu tun. Die Zombie-Apokalypse ist ja schließlich kein Ponyhof. Und deswegen werden wir immer eine Möglichkeit finden, uns zu beschäftigen. Juhu, Krise abgewendet, Melancholie. Ach, er war nicht zornig, er war traurig. Ja, ich bin der Doktor für alle Fälle. So, an den Versorgungsspind und wir stocken mal unsere Medi-Dings da auf. Schmerzmittel und die Snacks für die Ausdauer. Holen wir noch ein bisschen was mit an Muni oder... Ich glaube, wir haben gar nichts. Also nicht das, was wir brauchen. So, Schmerzmittel eingenommen, dass wir wieder volle Energie haben oder fast volle. Und holen noch eins mit. Ah, reicht sogar für die Energie zu füllen. Wunderbar. Hier haben wir einen Verletzten. Ach, das ist Ed. Das ist unser Kumpel vom Anfang. So, und da gucken wir mal. Oh, in 1,5 Minuten haben sie Materialien gefunden oder aber auch nicht. Das kommt drauf an. Die Schlafbaracken haben wir ja schon 2 gebaut. Hier könnte man die Schlafbaracke erweitern, aber dafür fehlt uns Material oder was hat da gerade gefehlt? Ich weiß es gar nicht genau. So, hier haben wir noch eine Handelsmöglichkeit. Das gibt es nämlich auch. Tausche Munition gegen 5 Tagesrationen Essen. Eine Munitionskiste war es, glaube ich. Na, nehmen wir doch mal an. Und dann müssen wir ihn hier begleiten. Klingt gut. Ich gebe dir Begleitschutz. Grant, jawohl, das machen wir doch. Er schleppt die Sachen und übernimmt das Reden. Das ist super toll. Da bin ich direkt dein bester Freund, Junge. Komm, gehen wir los.
Fahren wir hier mit dem dampfenden Schlitten. Wo müssen wir hin? Oh ja, das ist doch ein gutes Stück entfernt. Da fahren wir auf jeden Fall. Komm schon, steig in, du Backpacker. Und dann düsen wir los. Und dann kommen wir ja eigentlich in ein Gebiet, wo wir noch nicht waren. Also, ja, ansatzweise, eigentlich waren wir in fast gar keinem Gebiet. Waren ja noch nirgends wirklich ausgiebig unterwegs. Vor allem dieses ganze Gebiet mit Materialien gefunden. Das ist natürlich cool. Und das direkt in der Nähe hier. Da gehen wir doch mal gucken. Wow! Was mache ich denn mit dem... Was war denn das, bitte sehr? So einen geilen Überschlag habe ich ja schon lange nicht mehr gesehen. Seit dem Unfall von Kubica in der Formel 1 in Kanada. Dann holen wir doch mal den Pizza. Aber Gott sei Dank ist das glimpflich ausgegangen. Will ich an dieser Stelle noch erwähnen. Der Unfall war natürlich spektakulär und wahnsinnig cool anzusehen. Vor allem, wenn man gewusst hat, dass im Endeffekt nichts passiert ist. So, der Pizzawagen, der lässt sich echt super klasse fahren. Ich glaube, ich kriege gerade Lust auf eine Familienpizza oder so. Könnte ich mal gerade mal bestellen. Nein, ich habe gerade erst gegessen. Aber auf eine Pizza hat man irgendwie immer Lust. Für mich so das Lieblingsgericht Nummer 1. Pizza. Könnte ich... Naja, ich will nicht sagen, ich könnte sie jeden Tag essen, aber ich könnte es... doch ziemlich oft essen, weil es gibt so viele verschiedene Geschmacksrichtungen und Sorten und was weiß ich. Da hätte man sogar Abwechslung, auch wenn man jeden Tag Pizza isst. Aber die Zombies, die essen lieber uns und deswegen nutzen wir den Pizzawagen für andere Zwänge, nämlich um hier schnell durch die Zombiehorden durchzukommen und möglichst gefahrlos. Und dann tuckern wir ja hoch zu unserem Missionsziel. Die Materialien holen wir dann doch später. Machen wir zuerst das, was wir machen sollen, müssen, wollen. Nein, wollen eher nicht. Naja, aber da steckt man ja nicht drin. Wie gesagt, die Zombie-Apokalypse ist kein Ponyhof. So. Zack, mal über die Schulter geworfen. Und dann dreht er sich, weil er hier den Walzer tanzt. Und schlagen wir dem Schädel ein. Und es ist so herrlich anzusehen, wie hier alles auseinanderplatzt. Für ein Arcade-Spiel eine super Entscheidung, finde ich. Ist echt super umgesetzt. Naja, wie gesagt, es gibt ein paar kleine Fehler und Bugs. Auch die Zombies glitschen sich durch die Wände ab und zu. Hier und da mal Tearing und so ein Kram. Aber okay, es ist ein Arcade-Spiel und es ist äußerst groß. Und ich denke, da muss man einfach sagen, andere Spieler haben diese Probleme und Fehler auch. Und das hier ist eben ein Arcade-Spiel. Und wenn die anderen das machen dürfen oder haben dürfen, ohne dass sich jemand beschwert, dann hier sowieso. Also muss ich echt sagen, da kann ich mich gar nicht beschweren. Vor allem auch wegen dem Preis her, 20 Euro ungefähr. Also wenn man Points noch billiger holt, was weiß ich, wo man die herbekommt. Naja, dann ist es eben noch günstiger. Und wer sich da noch beschwert, der hat echt nicht mehr alle Kugeln am Christbaum. Oh! Jetzt haben wir wieder Lärm gemacht. Und das für ein paar Fernfahrerpillen, wo ich immer noch nicht weiß, für was die gut sind. Die konnte ich noch nie einnehmen. Egal, was ich für Problemchen hatte oder sonst was mit dem Charakter. Ich habe es schon ausprobiert. Es ging nicht. Genauso wie diese Amphetamine. Die kann ich mir einfach nicht einführen. Dann macht er immer, nein, jetzt nicht, später. Ja, wann denn? Und deswegen lasse ich die gerade da, weil ich eben auch noch nichts erkannt habe, wofür ich die überhaupt brauche. Wir durchsuchen fröhlich weiter. Hier nochmal Lebensmittel haben wir eben schon gefunden. Holen wir die jetzt mit. Im Rucksack. Falls wir doch noch was Besseres finden, können wir den Rucksack ja ablegen. Das geht ja auch. Man ist jetzt nicht gebunden, das unbedingt mitholen zu müssen. Wenn man das mal hinten auf dem Rücken hat. So, ein Energy Drink. Energy Drink, das ist etwas, wo ich weiß, für was man den gebraucht. Nämlich hier wieder, um die Ausdauer auf volle Umlauf zu bringen.
Jetzt haben wir die nämlich wieder. Jetzt sind wir wieder voll fit. Und schlagen direkt wieder fröhlich und lässig in die Zombies ein. Stufe 6 Schlagwaffen, also noch ein Level, da haben wir das auch maximal. Das ist natürlich cool. So, und hier geht aber richtig die Post ab. Oh, Handelsmöglichkeit failed. Chozu im Stich gelassen. Grant ist tot. Oh, wer hat sich denn... er hat den Samariter, den Märtyrer gespielt. Er hat hier sich noch in die Luft gejagt vor seinem Tod. Wenn ihr das macht mit einer Granate, gibt es übrigens einen Erfolg. Also man kann kurz vorm Ableben mit dem Charakter kann man noch eine Granate zücken und wenn man dann so auf dem Boden liegt, dann kann man die zünden und dann nimmt man eben noch die Zombies mit. Hier, irgendjemand hat aber überlebt, der haut jetzt ab. Leider haben wir hier ein paar verloren und dann sage ich wieder, die Zombie-Apokalypse ist kein Ponyhof und das Stärken des, das Überleben der Stärkeren und die waren eben nicht stark genug. So, wie es weitergeht, das sehen wir in der nächsten Folge. Denn es gibt jetzt Familiengrach. Bis dann, euer Spooky. Bye, bye.